Und damit willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in TS Classic. Wir sind auf der Five Circle Line mal wieder unterwegs. Warum das so ist, sage ich euch gleich. Wir werden mal hier schnell die ganzen Spaßsysteme einmal anmachen. DSD, glaube ich, lasse ich mal aus. SDU mach mal an. EDCS haben wir nicht. Und das, glaube ich, war's. Okay, wunderbar. So, einmal hier rein. Schlüssel rein und neutral. Wunderbar. AWS and AWS operational. Sehr gut. Gut, es ist nämlich so, die Five Circle Line hat ein Update bekommen von der Community. Nicht offiziell. Und zwar, eigentlich sind es mehrere Updates zeitgleich. Beziehungsweise Mods sind es. Und zwar einerseits gibt es die Five Circle Line 2024. Das ist ein komplett neuer Fahrplan, basierend auf das Jahr 2024. Auf den gehe ich dann im Detail noch ein. Und dann die Five Circle Enhancement Pack. Und da wurde die Route mal so richtig schön überarbeitet, wie sie jetzt, also wie sie eigentlich hätte sein sollen. Mit ein paar Extras. Dazu kommen noch ein paar andere Mods, auch die Class 800 hier hat ein paar Mods bekommen von mir, vor allem soundtechnisch. Das sollte man dann bei der Fahrt dann hören. Das hier stimmt nicht ganz. Also wundert euch da nicht. Und jetzt müssen wir, glaube ich, eh erstmal warten. Ja. Jetzt glaube ich, sind in Summe 6, 7, 8 Mods mit den ganzen Abhängigkeiten, die man da installieren muss. Ich werde in der Videobeschreibung das Enhancement Pack und den Fahrplan verlinken. Entsprechend da ist dann auch wieder weiter verlinkt, was ihr ja für die einzelnen Sachen dann noch braucht. Aber so sieht die Route jetzt dann richtig gut aus und habt einen interessanten Fahrplan. Ja, und dann habe ich noch News zu TS Classic. Für alle, die jetzt nicht Mitglieder sind, die werden das vermutlich alle schon wissen, wenn das Video dann rauskommt. Die Mitglieder könnten es noch neu sein. Ja, haben wir ein bisschen was zu bequatschen in der Dreiviertelstunde, die die Fahrt hier dauern soll. So, schauen wir nach draußen. Nicht sehr viel los. HSD wäre natürlich auch eine Option gewesen zum Fahren. So. Wir müssen dann in Haymarket, glaube ich, von elektrisch auf Diesel wechseln. Da fehlt uns dann die Oberleitung. Aber das sollte kein Problem sein. Ja, also der Fahrplan an sich, der ist komplett von Null auf vom Fox gemacht worden, eben basierend auf 2024. Es ist soweit authentisch, sind nur ganz kleine Anpassungen gemacht worden wegen der Strecke hier. Es sind über 166 Services mit der Class 170, 98 mit der Class 358-1. 68 mit der 385.0, dann 20 mit dem HSD, 8 mit der Class 800, in der wir gerade drin sitzen. Und dann gibt es auch noch zwei Rail Tours mit der Flying Scotsman, die macht den kompletten Circle. Das dauert dann über 2 Stunden mit Rangieren und Co. Ja, unsere Abfahrt steht kurz bevor. So, das heißt, insgesamt haben wir dann jetzt auf der Five Circle Line 362 Services, die man fahren kann. Es ist schon eine gute Anzahl. Aber ich mache schon mal die Türen zu. Okay, dann wären wir bereit zur Abfahrt. Und los geht's. Erstmal 20 hier erlaubt. In Haymarket müssen wir dann stehen bleiben. Jetzt stimmt es interessanterweise. Und hat für die Class 170, 385 habe ich auch Soundmods installiert. Falls ihr euch wundert, warum das auf einmal so gut klingt. Ja, ein bisschen zu schnell hier.
So, was können wir zum Farbland noch sagen? Also, wir haben auch AA-Services drin, das sind die ganzen Lumo-Services, inklusive die fahren aber mit Custom Livery rum. Dann Elena AI-Services um 10 und alle 170er Twitchbank-Services sind auch AI. Known Issues. Haymarket, Depot, ECS-Moves sind sehr limitiert, wenn sie geht nicht, weil Bugs und Routenführungen von der Strecke nicht drin sind. Versucht er da noch irgendwas zu machen. 170er Services sind weniger Sachen zusammengekuppelt, gemäß ihm, weil die AI Probleme damit hat, die Sachen abzukuppeln. Und die automatischen Announcements in der 170er funktionieren in dem neuen Fahrplan aktuell nicht. Da ist er noch dran. Und Passengers are not preset on the E2G section currently due to some issues with the merging of routes. Future Plans stand von dem Video. Er will zwei mehr Railtours machen, dann RHTT Services, also dieses Rail Treatment Zeugs. Dann eventuell Glasgow Central AI Services und dann möchte er von der Tram her noch realistischen Verkehr reinbringen. Vielleicht auch realistische Geschwindigkeiten mit der Tram. So, das ist gleich da vorne, Haymarket. Ja, das ist aber kurzer Spaß bezüglich Oberleitung hier. Bin ich gleich mal auf den Dieselsand gespannt. Oh, da stehen die Wagen sogar hier im Tunnel. Interessant. Oh, diese Lichteffekte. So, die Station kennen wir doch. Da könnten wir aber noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Wenn das so ist. Ich fahre da noch mal ein Stück weiter. Gut. So, um die Fahrt fortzuführen, muss das Stromsystem gewechselt werden. Ja, kein Problem. Stromabnehmer runter, bitte. Bis unten. Und Motorstart. Ist jetzt an? Okay. Und Dieselmode. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Jo. Bisschen lang der Zug. Aber schön. Ich schau mal hinten aus. Ja. Eine Tür. Ja, drück ja schon. Alles gut, alles gut. Mit Türen zumachen. Perfekt. So, Invercating, nächster Halt. Einmal Vollgas, bitte. Die Highspeed-Tram sehen.
Ja, und jetzt dann zu der Five Circle Line Enhancement Pack an sich. Das Enhancement Pack funktioniert momentan nur mit dem neuen Fahrplan und nicht mit dem Originalfahrplan. Aus irgendwelchen magischen Gründen, wie er selber sagt. Und der Changelog, der ist lang. Und wir haben ja Zeit, da kann ich hier die Punkte mal durchgehen. Das Depot ist sogar besetzt. Schön. So. Also, was ziemlich offensichtlich ist, es ist natürlich extrem viel an der Vegetation gemacht worden, weil die war ja im Original teilweise gar nicht vorhanden oder nur schlecht vorhanden. Also es, man sieht es auch hier schon. Ja, sieht wirklich gut aus. Dann der Schotter etc. wurde angepasst. Diverse Gravitis sind entfernt worden, wo es nicht passt wurde. Die ganze Beleuchtung ist angepasst worden, auch von der Helligkeit. Die Signale sind auch überarbeitet worden. Das ist in Kombi mit einem anderen Mod, dass die auch besser visuell da sind. Dann auf Stationen ist das Branding von Scottrail, Costa, Sainsbury etc. mit anbracht worden. Five Coastal Path Signage on Stations. Replacement Textures of 4 Vehicles, also sogar die Fahrzeuge hat er angepasst. Oh, 90 ist hier dann 75. Muss aber aufpassen. Dann die Announcements sind alle neu. Realistisch nach Scottrail Pattern. Backpacker changed for more talented street positions. Ah, ja, ja. Die Musiker hat auch angepasst. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Aber die waren einfach extrem laut. Da hat er auch reingeschrieben, die Lautstärke hat er etwas reduziert. Oh, der Changelog-Text, der ist geil. Und zwar steht da, Backpacker changed for more talented street musicians. Sound volume reduced. Da war kein Fan vom Original. Und dass er natürlich hier immer wieder am Rumladen ist, ja, das ist halt TS Classic. Ah, nicht TS Classic, Transient World. Ja, dann können wir hier mal volle Pulle geben. Sehr gut. Dann Reverb Sounds durch den Tunnel sind reduziert worden, vor allem im HST. Dann fehlen die Oberleitungen, hat er wieder hinzugefügt. Das ist irgendwie traurig, sowas. Also, dass er es machen muss. Dann die Level Crossings sind angepasst worden. Die sollten jetzt auch zeitlich ein bisschen besser reagieren, dass sie nicht immer 10 Meter bevor der Zug eigentlich da ist, dazugehen. Das ist vor allem auch mit der 800 ein Problem gewesen. Und Stand jetzt, sagt er, ist es immer noch Work in Progress. Er ist noch nicht fertig. Die Strecke ist einfach zu groß. Dann hat er noch Anpassungen an der Class 170 selber gemacht. Und zwar vom Passenger Information System die Schrift dort angepasst. Dann Near Realistic Announcements, not currently not working. Ah ja, genau. An Announcements im Zug arbeitet er noch, aber da gibt es noch einen Bug. Deswegen ist es Stand von dem Video noch nicht drin. BPA Jam, neue Lichter, neue Buzzer Sounds. Also generell alle Sounds mal neu gemacht. Ja, was ist noch nennenswert? Auch die Beleuchtung innen drin. Ja. Also de facto einmal alles neu. Ach, schaut euch mal, wie schön das aussieht. Da fehlt hier noch ein bisschen was. Ach ne, das ist der Flughafen. Das soll auch gar nicht so viel sein. Dann passt das schon. Aber auch hier, ey, das sieht doch richtig gut aus. Damit kann man arbeiten. So, dann haben wir noch fahrbare Class 43 Formations in Custom Scottrail Skin. Sogar das Interieur hat angepasst. Dafür aber Class 800. Also konvertiert von 801, also das ist jetzt hier die richtige Diesel-Variante.
Und es gibt eine Lumo Class 803 für den AI-Service. Und. Aber schön, dass die Strecke jetzt ansehbar ist. Bisschen laut draußen. Ich würde eigentlich tatsächlich gerne mal im Free-Roam-Modus mal durch die Station durchgehen und mir mal die Announcements anhören. Alle Zugzielanzeiger zeigen es richtig an, sowohl für AI als auch für den Spieler. Ja, alles kostenlos. Von der Community. Oh, 48 soll man da sein. Und ich bin zu schnell, ich habe nicht aufgepasst. Ich sollte bremsen. Moin, Kollege. Ich bin einfach nicht gut im Multitasking machen. Das ist ja auch mal ein spannendes Signal da unten. So, die Signature-Brücke. Das Wahrzeichen von der Strecke hier. Aber die Brücke ist auch echt schön. Wenn wir uns eigentlich mit der Kamera angucken. Ja, man kommt nicht weiter raus. Oh. Interessant. Ah, schon sehr geil. Ja, da ist die Eisenbahnbrücke halt schon geiler als die Autobrücke da hinten. So rein so fürs Auge. Jo, und dann eben die Newsfeed TS Classic. Die meisten werden es dann schon wissen. Manche vielleicht noch nicht, aber Lovetake Games ist jetzt total in den wahnsinnigen Modus gegangen und hat einen Abo-Service oder Abo-Modell besser gesagt für TS Classic angekündigt. Ja, da muss man gleich irgendwie an die Crew denken und so. Aber ja, man kann jetzt hier, also bald kann man TS Classic im Abo sich holen und dann kriegt man halt immer wieder mal so neue Goodies. Und sobald du aufhörst zu zahlen, hast du natürlich wieder nichts mehr. Dann grundsätzlich ist auch überhaupt eine neue TS Classic Version wieder angekündigt worden. Also es ist jetzt nicht mehr TS Classic, sondern es ist jetzt TS Classic 2024. Versteht ihr, also vorher war es TS 2022 und dann haben wir gesagt, na okay, man hört auf mit dem Schmarrn, dass man jedes Jahr eine neue Version rausbringt, sondern man belastet es bei Classic und tut das weitermachen. Haben sie jetzt wieder gesagt, ja, nö, das machen wir jetzt doch wieder. Jetzt halt wieder mit Jahreszahl oder Classic dran. Also, keine Ahnung, aber jedenfalls gibt es jetzt wieder mehrere Editions, Standard, Deluxe etc. Und bei keiner dieser Packages, ist zumindest Stand von meiner Recherche jetzt, irgendetwas Neues mit dabei. Also das Core-Game wird halt geupdatet mit ihren Bugquizzes etc. Aber rein so von den Strecken und Rollmaterial, nichts Neues. Sondern eher sogar sehr alte Sachen, teilweise Sachen aus 2019. Kann man sich so im Bundle halt nochmal neu holen. Muss man aber nicht, wenn man schon TS Classic hat. Da kriegt man die Core-Updates sowieso. Also momentan gibt es eh kein Kaufreiz für irgendeine von diesen Bundles. Wenn man TS Classic schon hat. Wenn man es noch nicht hat, dann kann man sich da diese entsprechenden Editionen holen, wie man es halt braucht. Aber es sind halt uralte Sachen mit dabei. Eben dann kommt nochmal was Neues. Und es kann auch schon sein, dass sie das Announcement korrigiert haben. Aber mein Wissensstand jetzt Anfang Mai, da ist ja nichts Neues dabei. Sie haben auch noch nichts
im Detail gesagt, wie das dann mit dem Abo-Modell ist, was dann da in Zukunft noch alles dazukommt. Oder in welcher Frequenz, aber trotzdem. Ich glaube, das ist so eher ein Testversuch, um zu schauen, wie es ankommt. Und es kommt nicht gut an, was ich jetzt schon so gehört habe. Und werden dann vermutlich überlegen, ob sie das auch mit Transient World machen. Das ist halt dann ihre Variante, wie sie das Spiel halt immer und immer wieder verkaufen können. Oder einfach durchgehend irgendwie mehr Geld reinkriegen. Vielleicht, jemand, das war ja ziemlich krass, gehen sie dann her und sagen, ja, die zukünftigen Versionen, die gibt es sowieso gar nicht mehr zu kaufen, sondern das ist dann nur noch Abo. So ähnlich wie Adobe das macht mit ihrer Creative Suite. Kannst du ja auch nicht mehr kaufen. Das zahlst einfach für die Nutzung. Wenn du nicht mehr zahlst, dann, ja, hast du halt nicht mehr. Ende aus, fertig. Das wär ein richtiger Arschmove. Aber wir sehen's, was sich DovTail Games halt alles traut. Ich traue ihnen zu, dass sie sowas tun. Jetzt tut es halt einfach mal testen. Oh, sollte hier mal anhalten. Bin ich vorher nicht drüber. Danke. Ganze Länge hier ausnutzen. So. Was ist das für ein Ziegel? Ah, jetzt. Ja, wir sind einfach zu lang. Da steigen aber ganz gut Leute aus. Die Kamera bitte. Na, wir könnten das eigentlich mal nutzen, um uns mal generell hier umzusehen. Ja, also so hätte das von Anfang an aussehen müssen. Hätte ich jetzt nichts zu meckern. Und am Bahnhof selbst bin ich mir nicht sicher, ob sie da was gemacht haben. Das ist einfach vor allem landschaftlich. So. Alles ready. Den verriegeln. Machen wir. Nächster Ort, Kirkcaldy, Bahnsteig 2, 15:05. Du, mag ich mal guess. Naja, also, verstehst halt auch bei TS Classic nicht mit diesen neuen Bundles, dass, wenn da halt schon nichts Neues dabei ist, warum sie dann überhaupt das ankündigen? Sonst sollen sie einfach generell sagen, ja, da hast du einen US-Bundle fertig, über die Versionen hinweg. Einfach so wie so ein Strecken-Bundle halt. Ups. Hä, was soll denn das? Die habt ihr jetzt nicht resettet. Ach nee, komm schon. Und der jetzt wieder? Ja. Es sieht jetzt, es könnte tatsächlich hier noch ein bisschen schöner aussehen. Es gibt da noch so einen Ini-Mod, den kommen wir mit dem God-Mode, dann wird es noch viel geiler aussehen. Das habe ich jetzt bei mir nicht gemacht, weil das waren dann doch ein paar zu viele Anpassungen. Die wollte ich jetzt nicht tun. Aber das ist so quasi die Grundvariante, wie es aussehen kann.
Und ich meine, wer TS Classic Veteran ist, ich würde auch warten mit irgendwelchen Updates. Ich würde TS Classic generell nie auto-updaten lassen. Gerade wenn man so eine richtig fette alte Installation hat mit 5 Millionen Mods drin. Sollte man das sowieso grundsätzlich erst immer sichern. Und dann mal langsam testen. Weil gerade das letzte größere Beta-Update hat so viel kaputt gemacht. Und eine große Installation wieder neu machen, ey, da bist du Wochen dran. Also ich habe bei mir das Setup so, ich habe die ganz normale Steam-Installation, wo ein paar Mods drin sind. Und dann meine Hauptinstallation, die 800 Giga schon groß ist. Und die läuft quasi neben Steam parallel. Das heißt, ich kann dann mit der Steam-Version erstmal ein paar Sachen testen. Hab dann meine Kopie, die Kopie wiederum habe ich gesichert auf dem NAS. Was ich halt mal so alle paar Monate mal laufen oder bevor ich halt irgendwas Größeres mache. Und dann kann ich halt zum Beispiel mit dem nächsten großen Update kann ich es dann einspielen. Und wenn es dann verkackt habe, dann kann ich einfach per Sync die Sicherung wieder herstellen. Das muss ich mir jetzt auch langsam für Train Sim World überlegen mit den ganzen Mods. Also zumindest die Mods sichern. Sind doch ein paar drin. Ich warte immer noch sehnlichst drauf, dass mal die ersten Community-Strecken auftauchen. Projekte sind schon da, man sieht auch Bilder, aber es ist noch nichts draußen. Steh sie, schauer langsam. Die Brücke ist aber ganz schön tief. Da ist aber nicht mehr sehr viel Luft. Ja, es reicht. Zehn Minuten noch. 19. Oh, cool. Inklusive Bau am Haus. Oh, können wir wieder Gas geben. Kommst du? Ja. Ich bin gar nicht sicher. Was hat da Asuma Tiltechnik mit drin? Ich meinte ja, oder? Man sieht zumindest so nicht viel. Stimmt ja. Auf der rechten Seite haben wir die ganze Zeit ja Wasser. Es ist schon eine einfach echt geile Strecke. Ich meine, auch in TS Classic sieht die schon geil aus. Für TS Classic Verhältnisse. Aber auf der Seite habe ich jetzt keinen direkten Vorher-Nachher-Vergleich. Ich bin bis jetzt immer noch die andere Seite gefahren. Das ist literally das erste Mal, dass ich jetzt hier bin.
Emo 40. Stimmt wieder eine enge Kurve da. Jo, die sieht ein bisschen länger aus. Da sollten wir vielleicht nicht so schnell reinfahren. Das gehen wir mal. Machen wir eine Dachkamera hier. Ja. Doch, kann sich schon sehen lassen. Also so hätte ich die Route auf jeden Fall empfohlen. Also man kann sich jetzt die Route holen, aber mit dem Mods halt. Ohne Mods, das wäre ein bisschen meh. Ah, okay. Entweder fehlt hier die Parkfläche oder das ist einfach so ein grüner Parkplatz. Man weiß es nicht. Oh, da könnte man bestimmt so richtig geile Fotomotive hier machen. Hammer. Ja, wir mal gespannt, bis mit da mit TSW weitergeht und Abo. Aber ich gehe mal davon aus, das wird kommen. Früher oder später. Weil, mal angenommen, sie geben jetzt keine neue Major Releases mehr raus. Also sie meinten ja, sie machen das jetzt nicht mehr so wie die letzten Versionen. Also angeblich. Also ich glaube eh nicht dran. Weil jetzt, weil sie dann ja sagen, dann könnt ihr ja die ganzen Mods verhauen etc. Also muss man irgendwie so Mikro-Updates machen oder die aktuelle Version halt pflegen. Aber da hast du ja kein Geld-Income. Also Abo und manchmal schreckliche DLCs rausschmeißen. Wie zum Beispiel die New York Extension zum Vollpreis. Wo ich auch da schon gesagt habe, wieso ist so eine Extension von einer Route, die dann nicht mehr groß ist, eigentlich ist es eine Routenpflege, also sie haben ja dann auch Signale etc. angepasst, kostenpflichtig. Ich meine, klar, kriegst einen neuen EMU mit dazu, aber weiß nicht. Ich verstehe ja nicht, wie man da als Fanboy da das noch als gut empfinden kann, oder? Ich bin viel zu schnell. Ich passe hier einfach nicht auf. Was kommt davon, wenn man ständig auf einen anderen Monitor guckt? Ja, nichts passiert. Noch nicht. Also so schlecht finde ich die Graffitis gar nicht. Das klang jetzt ein bisschen interessant mit dem Motor. Aber nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. 65 wieder. Mama. So ein Ibis wäre hier halt schon nicht doof. Die Gefahr, was ich hier mit diesem Abo-Modell sehe, ist, dass für den Fall, dass es funktioniert und sie machen es bei TS Classic und bei Transim World, dann habe ich, glaube ich, habe ich so die Befürchtung, das könnte ein paar andere noch mit nachziehen, aber das ist dann halt einfach Train-Style. Train macht das ja schon ewig. Dass sowas zum Beispiel auch bei Simrail kommen könnte.
dass sie dann sagen, ja, okay, jetzt gibt es die Subscription, dann kriegt sie da die Strecken und so. Also ich hoffe es nicht, dass sie es tun, aber man sieht es ja so in der Branche, wenn einer was macht und es kommt einigermaßen gut an, oder besser gesagt, sie kommt durch damit, muss man so sagen, dann machen andere mit. Ich fand ja den Shitstorm mit Helldivers ja so geil. Wo jetzt mega Aufstand war, als Sony gesagt hat, ja, wir müssen übrigens da PSN-Account machen, sonst könnt ihr nicht mehr spielen. Und vor allem insofern der Aufschrei laut, weil es seit einige Länder gibt, wo es PlayStation Network nicht gibt. Und die haben das Spiel gekauft und können es jetzt aber nicht mehr spielen. Es ist ziemlich geil. Und dann von dem Video bleibt Sony dabei. Dass man da den Link braucht. Der war quasi bis jetzt optional. Kann schon sein, dass wenn das Video jetzt hier rauskommt, dass da mittlerweile wieder eine Änderung gibt, aber trotzdem. Naja. Da hinten müssen wir schon wieder anhalten. Sind sogar in der Zeit. Wo ist es denn? Ach, da unten. Okay. Na, ah, da hätte ich ruhig ein bisschen schneller reinfahren können. Ist mir der Bahnsteig lang genug? Sieht so aus. Nee, doch nicht. Cedre, mein Kollege. So, ich werde noch mal ein bisschen weiterziehen. Auch wenn da die Stopptafel ist. War auch immer die Stopptafel für, also die S-Tafel, nicht hier vorne ist. Man klar für kürzere Einheiten bei da hinten, aber. Naja. So, was läuft denn hier so? Okay. Entweder war das mal so ein kleiner Bahnsteig oder einfach nur so ein Absteiggleis. Nicht mehr in use. Okay. Haben wir eigentlich hier so einen Anzeiger? Den digitalen. Ah ja, da. Aberdeen, on time. Auf 9 Coaches. Ah, LNIA. Nice. Man müsste eigentlich mal irgendwie so richtig fette Verspätungen hier erzeugen. Und dann mal schauen, was auf KI da mit dem Fahrplan anstellt. Also vermutlich nicht viel, außer dass sie dann alle hintereinander fahren. Jetzt meine Vermutung, aber trotzdem. Okay. Machen wir die Türen zu. Und weiter. Mackinch, Bahnsteig 2, 15 und 16. Ah, ich glaube, ich hätte mal wieder Bock, in TS Classic mal so richtig Highspeed mal wieder zu fahren in England.
Ich habe sogar vielleicht mal was Längeres auf der East Coast Mainline. Auf der kompletten Strecke. Hätte ich Bock drauf. Also die Strecke Stuttgart runter in die Schweiz. Eigentlich auch irgendwie geil für TSX. Ah, Transient World. Nur so als Idee. Bin ich ja schon gespannt, wenn es dann in Stuttgart wird, wenn dann 21 online geht. Und dann da oben alles wegfliegt. Es wird so ein Chaos werden. Ich hätte es ja irgendwie parallel weiter betrieben. Die haben es, da haben sie so mega Infrastruktur da oben. Und das dann einfach wegreißen. Halte ich für dumm. Aber ja. Schlaue Menschen dachten, es ist schlau, da unten den Bahnhof zu machen. Für viel Geld. So, wie weit ist das weg? 5,3 Meilen. Okay. Würde es interessieren, wie lange die beiden an den Mods dran gewesen sind. Einerseits für den Fahrplan und einerseits hier für das Enhancement Pack. Aber das dürften sicherlich ein paar Wochen Arbeit gewesen sein. Also vor allem da die ganzen Decals hinzuzufügen, damit es hier gut aussieht. Aber ich persönlich, einen Fahrplan würde ich ja nicht machen wollen. Ich kenne es von Waywood, das ist so eine arschige Aufgabe, Fahrpläne zu erstellen. Dass das passt. War klar, wenn du eine Originalreferenz hast, dann ist es schon mal leichter, aber dann musst du es trotzdem aufs Spiel adaptieren und hoffen, dass es mit den Zeiten so weit hinkommt. Das ist auch das Gemeine in Railwood, das, so einen Fahrplan authentisch nachzubilden mit Originalzeiten. Wenn da die Strecke einfach nicht passt von der Länge, umso Mühe, dann kaskadiert sich das nach hinten in der Zeit. Und dann kannst du das alles neu durchrechnen. Ja, die da hinten sind immer noch Copy-Paste, aber jetzt, weil der Rest so gut aussieht, kann ich drüber hinweg. Ja, schaut's mal. Ich glaube, das ist jetzt die Beschränkung da hinten, aber so muss das aussehen. Macht Spaß zum Fahren. Ich glaube, das ist eh der letzte Halt da in Markinch. Mal gucken. Also die Rail-Tour mit der Flying Scotsman wäre hier natürlich auch noch interessant zu fahren, wo wir dann einmal den kompletten Zirkel abfahren. 2,5 Stunden. Ich glaube, das mache ich mal in einem Stream. Dann habe ich ein bisschen was zum Talken nebenbei. Ja, warum eigentlich nicht? Das klingt gut, wie er da den Bereich drüber donnert. Ja, 15, 16. Ja, das sollte man pünktlich hinbekommen.
Klappt den Halle noch. Und hier haben wir den 60er. Einmal nicht so schnell rein. Stolz auf mich. Yellow, alles klar. Ja, doch. Da geht ein Schimbauer das Herz auf, wenn man das sieht. Und weint zugleich, wenn man die Arbeit kennt. Ich bin ja auch gefragt worden, wann ich mal wieder mit Transport FIFA weitermache, mit Schimbau. Ah, ich habe da nicht so ganz die Muse drin, dass ich da wieder so ein Schimbau-Projekt mache, fürs Erste. Also grundsätzlich habe ich schon Bunk auf Transport FIFA 2, aber momentan wir kriegen das zeitlich nicht unter. Auch wenn ich es gern mache. Also, und auch nicht. Es ist so eine Hassliebe im Schönbau. Es ist echt toll, bis dann zum Schluss aussieht. Und man kann sich da echt drin verlieren. Ich glaube, ich bin zu schnell jetzt hier rein. Da wird's kracht. Das war jetzt ein bisschen unschön. Ja, also mal gucken. Ich brauche da irgendwie noch eine Inspiration dafür. So. Ach ja, Alarm, kannst mich mal. Ja, yeah, geht doch. Markt Innes. Kein Bild hier. Wobei, jetzt hörst du gar nicht mehr auf, ne? Also nicht mal durch hier. Hier gibt es nicht wirklich was Spannendes zu sehen, außer dass die Straße hier ein bisschen interessanter aussieht. Aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Wir sinken ein. Ja, lol. Wieso sinke ich hier ein? Why? Ich komme hier nicht mehr rauf. Ja, yeah. Details. So, Tür zu. Ich frage mich dann, wie das hier mit dem Dampfzug dann hier läuft. So, Tür zu. Und das war's. Sind soweit auch gut in der Zeit drin gewesen. Ja, pünktlich. Das passt. Haltegenauigkeit. Schauen wir jetzt mal nicht so an. Geschwindigkeitsüberschreitung. 1300 Punkte Abzug. Ach komm, so schlimm war das doch gar nicht. Wenn man hier so die Kurve so ansieht. Ah, könnte schlimmer sein. Ja, das soweit erstmal zu der 5 Circle Line. Mods in der Videobeschreibung. Holt euch das mal runter. Habt einen tollen Fahrplan. Und die Strecke sieht jetzt gut aus. Und ja, lasst mich wissen. Zu eurer Meinung, gerade bezüglich Abo-Service zu TS Classic. Bis dahin, gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.